Deutschland, Armenien, das Heimspieldebüt von Hansi Flick. Seht ihr jetzt die Prognose, unsere Tipps auf Oddspedia. Oddspedia, the Sports Betting Community. Mal was ganz was Neues, dass wir uns entschieden haben, ein Intro ohne Gesichter zu machen. Jetzt sind wir aber hier, Radek, weiterhin in Portugal. Die erste von 4 genialen Wochen ist schon für dich rum. Aber darum geht's nicht. Es geht darum, dass der Hansi Flick mit seinem deutschen Nationalteam nach Deutschland zurückkommt, nachdem sie geil beide Halbzeiten gewonnen haben gegen Liechtenstein. Chapeau. Die Mannschaft ist tatsächlich immer noch die gleiche, wie sie vorher war. Bin mir nicht ganz sicher im Nachhinein, was ich eigentlich erwartet hätte. Irgendwie schon Aufbruch, irgendwie motiviertere Spieler, aber die waren angeblich motiviert. Aber wenn Liechtenstein halt dann so gut verteidigt mit ihren 38.000 Einwohnern, Hobby-Freizeitkickern, schon ein bisschen bittere Nummer. Aber wie hast du das Spiel gesehen? Ich habe mir das gar nicht angeschaut. Hallo, soweit kommt es noch, dass ich mir Deutschland gegen Liechtenstein im Urlaub anschaue. Also bei aller Liebe, aber das war auch wahrscheinlich die richtige Entscheidung, weil ich habe dann nur irgendwann mal aufs Ergebnis geschaut, so in der 70. Minute, und habe gesehen, dass es irgendwie 1-0 stand oder so, kurz bevor das 2-0 fiel, glaube ich. Und ja, also war natürlich erstmal richtig ein Befreiungsschlag nach dem Ausscheiden bei der Europameisterschaft, dass Deutschland wieder wer ist im Weltfußball und auch gegen namhafte Gegner gewinnen kann. Auf der anderen Seite natürlich gehört das eigentlich in der Luft zerrissen. Also es ist ja eine Blamage. Ich würde fast von einer Katastrophe sprechen. Jack Liechtenstein 2-0 zu besiegen, das ist traurig und albern, weil jeder Mensch, der hier jetzt Geld auf Deutschland gesetzt hat, und das waren bestimmt nicht wenige, die haben sau viel Geld verloren mit dem Scheiß, weil die Sané und Co. meinen, sie müssen jetzt hier mit angezogener Handbremse spielen, weil sie ja schon die Millionen auf dem Konto haben. Also das ist eine Sauerei, was Deutschland da macht. Ich weiß auch nicht, warum. Also das ist auch unentschuldbar. Du hast mir auch Spaß geschrieben. Fand ich überhaupt nicht lustig, dass man Liechtenstein nicht unterschätzen darf. Im Nachhinein kann man das natürlich leicht sagen. Du sagst es ja selber, wenn man die nicht unterschätzen kann, wen dann? Und da fängt es halt an, weil klar gibt es keine Fußballzwerge mehr, aber ich glaube das nicht. Ich glaube, es gibt halt nur satte Millionäre, die keine Einstellung zum Beruf haben. Und es gibt halt einfach Leute, die halt das Beste aus den Möglichkeiten machen. Hut ab Liechtenstein Schande für Deutschland. Aber da stehen wir in einer guten Reihe mit den Franzosen, mit den Italienern und den Spaniern, die alle ihre Spiele nicht gewonnen haben. Ja, allerdings wobei auch gegen einen weit besseren Gegner mit richtigen Fußballspielern. Und das ist der Unterschied. Also soweit ich weiß, ist ja Schweden eigentlich genauso gut wie Deutschland, wenn man zumindest die K.O.-Phase als Maßstab nehmen würde. Die können schon mal gegen Spanien gewinnen. Hätte ich selber nicht damit gerechnet. War auch einer meiner Lieblingstipps tatsächlich auf Spanien am letzten Spieltag. Italien, die sind Europameister geworden. Was juckt die jetzt das nächste Spiel gegen Bulgarien? Das kann schon mal passieren. Ich habe hier auf Handy mir kurz noch so ein Screenshot gemacht, nämlich von einem interessanten Kommentar von unserem Bundestrainer, von unserem Neuen, der Hansi Flick, jetzt muss ich mal hier klicken, sagt nämlich, beim nächsten Spiel werden wir Dinge besser machen, die wir heute vielleicht nicht so gut gemacht haben. Es ist ein Prozess. Ich lasse mich von dem einen Spiel nicht aus der Bahn werfen. Wir haben einen langen Weg vor uns und ich denke, wir kommen dorthin, wohin wir wollen. Und das ist jetzt hier der Kommentar bei einem Sieg gegen Liechtenstein, die übrigens auch 5-1 gegen die Färöerinsel mal verloren haben, oder ein letzten Aufeinandertreffen gegen die Eidgenossen 7-0 hat da die Schweiz gewonnen. Jetzt blicken wir mal voran. Man muss ja wirklich sagen, dieses Spiel ist die erste Standortbestimmung für Deutschland, denn es geht gegen den Tabellenersten, und ich meine es traurigerweise sogar jetzt nicht mal ironisch oder so, denn Armenien ist nicht nur Tabellenerster, sondern hat auch klasse verteidigt gegen Nordmazedonien, 0-0 gespielt. Damit haben sie jetzt nach 4 Spieltagen 10 Punkte, Deutschland nach 4 Spieltagen 9 Punkte. Und hier schauen wir uns mal die Fakten vielleicht zu dem Spiel an, so Fun Facts würde man es ja nennen. Wenn Armenien bei Auswärtsspielen mit 1-0 hinten liegt, gewinnen sie 0% der Spiele. Also Deutschlands Taktik muss sein, in Führung zu gehen. Das Spiel findet übrigens in Stuttgart statt. Und
Ja, die aktuelle Performance von Armenien in der World Cup Qualification ist besser als die von Deutschland. Also das sagt ja auch die Tabelle. Was sagen die Quoten, Radek? Ich bin mir sicher, du hast vorab noch nicht gespickt. Deshalb, was ist deine Einschätzung zu den Quoten, bevor ich da draufklicke? Ja, ich habe schon natürlich gespickt. Na gut. Ein bisschen vorbereiten tue ich mich dann auch, wenn es manch einer vielleicht nicht glaubt, schon. Also diese 1,05 im Schnitt oder Topquote 1,08 auf Deutschland, das ist natürlich pures Value auf Armenien, wenn man eben sieht, wir haben hier den Tabellenersten auf der einen Seite und wir haben hier eine strauchelnde Fußballnation, die nach ihrer Identität sucht auf der anderen Seite. Und blöderweise wird es bei Asian Handicap Armenien plus 3,5 oder so keine gute Quote mehr geben, weil auch die Buchmacher natürlich nach diesem Spiel gegen Liechtenstein jetzt die Quoten so ein bisschen angepasst haben. Also ich bin noch ein bisschen runter, genau, plus 3,5 auf Armenien gibt es halt eine 1,87 oder so. Oder? Nee, 1,6 sogar nur. Ja, das ist halt auch, das ist gar nicht mal so schlecht, ist natürlich auch ein bisschen wild. Wovon ich aber fast noch mehr ausgehen würde, ist hier, dass hier wenig Tore fallen. Also die Armenier, hast du selber gesagt, die verteidigen relativ gut, weil das ist was, bei denen fallen selten viele Tore. Und die Deutschen kriegen es nicht auf die Reihe, gegen Liechtenstein mehr als zwei Tore zu schießen. Es waren unter 2,5 gegen Liechtenstein. Was hätte man da an Asche verdienen können? Gegen Armenien auf unter vier Tore zu setzen und dann kriegst du eine 1,82. Dazu kann ich ganz kurz was sagen. Ich habe ja so eine Spaß-WM-Kombi gespielt. Da waren 6, 7 Tipps mit über 1,5 Tore dabei. Da hast du Quoten bekommen, teilweise 1,4, 1,5 bei über 1,5 Tore. Deutschland, habe ich mir gedacht, nehme ich auch dazu, gab eine 1,2 Quote für plus 3,5 Tore. Das hat mich schon ein bisschen gestresst, auch persönlich, der Ausgang. Aber das nur so nebenbei. Ja, also warum nicht auf Untertore gehen hier? Also, dass Deutschland jetzt hier gegen Armenien besser aussieht als gegen Liechtenstein, kann man sich einerseits nicht vorstellen, andererseits ist es auch nicht schwer. Und da glaube ich an Hansi Finkel, wie ihn meine Mutter nennt, immer so ein bisschen, dass er jetzt hier wirklich vielleicht ein paar Prozent rauskitzelt aus den Leuten und ihnen halt ein bisschen gut zuredet. Bei Sané scheint es ein bisschen geklappt zu haben, immerhin hat er ein Tor geschossen. Wie Werner. Und deswegen, ja, ist der Flick ja prinzipiell, musste er ja nichts beweisen, hat er bei Bayern schon bewiesen, dass er wahnsinnig gute Arbeit leisten kann, was vor ihm andere nicht geschafft haben. Und bei einer Nationalmannschaft ist es halt einfach was anderes, weil du halt einen zusammengewürfelten Haufen hast und nicht halt so konstant mit denen arbeiten kannst, weil die dann immer wieder woanders sind und überhaupt vielleicht, mir würde es so gehen, wenn ich da so ein Wochenende bei der Nationalmannschaft wäre, würde ich wahrscheinlich mehr saufen als laufen und das als Party sehen und braucht mir keiner erzählen, dass das ein Timo Werner oder anders handhabt. Und auch wenn die so einen auf Musterprofis machen oder so. Nee, der Timo Werner, der wird sich schon eins hinter die Kante binden. Was soll das denn auch sonst machen? Es ging ja gegen Liechtenstein, ne? Aber jetzt schauen wir uns doch mal, bevor wir auch noch ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken, andere Spiele gibt es ja auch noch. Was ist dein Ergebnistipp bei diesem Spiel? Boah, ein dreckiges 2:1. Oh! Goretzka, Brechertor, nachdem Deutschland schon 1:0 hinten ist, durch das Führungstor von Mkhitaryan per Freistoß. Armenien ist ja super defensiv eingestellt. Ich meine, wir haben an der derzeitigen Tabelle zwar gesehen, sie haben im Prinzip genau das gleiche Torverhältnis wie Deutschland, nur ein Tor weniger geschossen. Aber jetzt gegen Nordmazedonien waren sie auch sehr, sehr in der Defensive. Da ist es dann sogar so gewesen, sie hatten nur 33% Ballbesitz, aber sie haben keins kassiert und insgesamt in der Qualifikation erst 2 Tore. Deshalb glaube ich, dass sie auch tatsächlich nicht mehr als 2 bekommen werden. Ich denke tatsächlich ein 2:0 oder 2:1. Und jetzt siehst du mal, wie das ist, Radek. Du zeigst gerade mit dem Finger, ich möchte was sagen. Aber wie oft habe ich das schon gemacht, als du die Maus in der Hand hattest? Und ich weiß nicht, Radek, wolltest du noch irgendwie was?
Nein? Schule, immerhin melde ich mich und schreie nicht rein. Aber nein? Ist halt, was mir gestern aufgefallen ist, weil ich ja hier in Portugal im Urlaub viel mit dem Auto rumfahre und dann auch natürlich ganz laute Musik höre. Und jetzt könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wer ist der berühmteste armenische Sänger, den ihr kennt, ohne zu googeln? Kennt ihr überhaupt irgendeinen aus Armenien, außer Henrik Mkhitaryan? Schreibt es in die Kommentare. Und dann findet ihr vielleicht heraus, welche Musik ich gehört habe. Und dann, ja. Ja, kannst du es nicht jetzt schon auflösen? Nein, ich meine, es gibt eigentlich nur einen armenischstämmigen Sänger, der bekannt ist. Und es gibt auch irgendwie auch nur einen Armenier, den ich jetzt persönlich kenne. Dann folgendes, erzähl doch mal kurz in der Zwischenzeit etwas zu einem anderen Spiel unserer Nachbarn Österreich. Die waren erfolgreich mit einem 2:0 Erfolg und jetzt dürfen sie nach Israel. Was passiert denn da? Ja, überraschenderweise sind die Österreicher mit einer Quote von 2,3 gar nicht mal so krasser Favorit, wie man es denken müsste. Also ich habe es im letzten Video schon gesagt, die Österreicher sind ja mittlerweile eine Top-Mannschaft Europas und haben den Europameister in die Verlängerung gezwungen und hatten ihn dann fast am Rande einer Niederlage. Das war fast eins der schwersten Spiele der Italiener bei dieser Europameisterschaft. Also Österreich hat mich positiv überrascht bei dieser EM. Ich mag die Spieler alle sehr gerne und ich denke, Österreich ist besser als Israel, auch weil man Israel jetzt nicht so wirklich auf dem Schirm hat, aber allein schon auch, wenn du halt einfach die Kaderqualität und den Marktwert so vergleichst und einfach auch, wie Österreich die letzten Ergebnisse halt hatte und dazu im Vergleich die Israelis und da finde ich diese Siegquote auf Österreich höchst attraktiv, die muss man mitnehmen. Natürlich immer die Frage, ja, wie viel man drauf setzt. Man sollte nie Overbetting betreiben, aber im Rahmen einer gesunden Bankroll-Management-Strategie mit 1 oder 2% Einsatz drauf, wie bei jeder anderen Wette auch, ist das eine super gute Wette, weil die Wahrscheinlichkeit, dass Österreich gegen Israel in Israel gewinnt, sollte schon höher als 50% sein im Moment. Und deswegen haben wir hier eine Value-Wette. Okay, danke für den Ausflug nach Israel gegen Österreich. In der Zwischenzeit habe ich versucht herauszufinden, wer ist der berühmteste Sänger, aber ich habe jetzt von denen, die mir angezeigt worden sind, keinen gekannt. Ist es ein Sänger oder eine Sängerin oder eine Band? Ja, ich sage nicht, dass du den kennst. Du hörst so den Mickey Mouse Club mit Britney Spears und so. Oh, Britney. Natürlich, dann kennst du natürlich richtig gute Sänger aus Armenien eher nicht. Ja, es gibt noch einige andere Länder, die spielen. Irland gegen Aserbaidschan, Finnland, Kasachstan, Lettland, Norwegen. Das sind teils Länder, die aufhorchen haben lassen. Norwegen mit einem 1:1 gegen Niederlande, glaube ich, voll im Soll. Dänemark hat gewonnen, jetzt geht es gegen die Färöer weiter zu gehen. Türkei unentschieden, nur daheim 2:2, jetzt nach Gibraltar, da sind sie natürlich haushoher Favorit, ist ja eh klar. Ukraine, die Franzosen haben 1:1 nur gespielt, dürfen jetzt ja in die Ukraine, da sind sie auch von der Quote her weniger Favorit, als man meinen möchte. Hast du da was? Ja, genau, das finde ich nämlich auch. Klar haben die Franzosen gegen Bosnien jetzt hier nicht gewonnen, aber jetzt ist die Verbindung weg und entweder schauen wir den Kollegen, ne, da ist er jetzt so an, oder ich sage einfach, ich wünsche uns allen einen schönen Abschluss des nächsten Spieltages. Danke, dass ihr hier das Video angeschaut habt. Vielleicht auch vielen Dank für eure Kommentare. Darüber freuen wir uns am allermeisten. Und wir sehen uns dann zum dritten Steich von Hansi Flick und den Jungs. Arrivederci, ciao, baba. Otspedia. The Sports Betting Community.